Ja, vielen Dank für die Einladung und willkommen in der Zwischenzeit beim Warten auf die Ampel. Ich will ein paar Anmerkungen nur machen zu Wahlkampf und Medien und zu Wahlausgang und Politik ein paar mehr, aber alles sehr thesenartig. Vor kurzem bei den Münchner Medientagen hat sich Markus Söder beklagt. Er hat gesagt, die Wahlkampfberichterstattung sei oberflächlich gewesen, zu sehr fixiert auf Nebensächlichkeiten und auf Personalien. Wer wollte widersprechen? Dennoch finde ich wirklich diese Kritik etwas wohlfeil, denn es hat ja auch niemand die Wahlkämpfer gehindert, ihrerseits nun tiefgründige strategische Diskurse anzuzetteln. Und es wirkt immer ein bisschen degutant, wenn das führende Personal sich über Personalisierung mokiert. Denn ich finde im Gegensatz zu manch anderen Medienkritikern es nicht als besonders irrational, wenn die Bürger halt wissen wollen, was das für Leute sind, die sie demnächst regieren. Vermisst habe ich eher Formate, in denen tiefgründiges und Personal nicht unbedingt ein Gegensatz sind. Wir denken dann natürlich an so alte Formate, wie immer wieder gern zitiert Günter Gauss, der ja auch mal ein Gespräch mit dem Namensgeber Otto Brenner geführt hat. Das wäre natürlich eine sehr klassische journalistische Form. Ich finde aber, sie hätte in die Zeit gepasst. Denn das ist für mich erstaunlich, wirklich überraschend, dass es signifikant war bei der diesjährigen Bundestagswahl und der medialen Begleitung, dass sie gemessen an den ganz großen Online-Wahlkämpfen, als die ich schon den Obama-Wahlkampf 2008 und Trump 2016 erlebt habe, im hiesigen Wahlkampf die klassischen Medien immer noch eine signifikant große, wenn nicht dominante Rolle gespielt haben, zumal das Fernsehen. Manche glauben ja inzwischen, selbst der gerade kandidierende Intendantenkandidat des Hessischen Rundfunks, Herr Hager, hat das gesagt, es gäbe gar keine Öffentlichkeit mehr, sondern nur noch Öffentlichkeiten im Plural. Das ist jetzt meine erste These, sehe ich durch diesen Wahlkampf und die Medien als widerlegt an. Aufatmen, es gibt sie noch, Öffentlichkeit im Singular, vielleicht ein Hinweis darauf, dass es auch noch so etwas wie Gesellschaft gibt. Medien haben die Kandidierenden im Wesentlichen einem Souveränitätstest in der Disziplin Politikdarstellung unterzogen. Es ist auch wiederum etwas wohlfeil, darauf hämisch herabzusehen. Ich tue es nicht. Ich beziehe mich auf Edgar Grande, der sagt, es gibt sozusagen zwei Seiten in der demokratischen Politik. Das eine ist die Politikdarstellung, das andere die Verhandlungsdemokratie. Beide folgen entgegengesetzten Logiken. In dieser Politikdarstellungsseite geht es um Sieger, Verlierer, um populäre Argumente, letztlich um Charisma. Bei der anderen Variante der Verhandlungsdemokratie geht es um Vertrauen im kleinen Kreis, um Gesichtswahrung, tragfähige Kompromisse, handlungsfähige Allianzen. Jeweils das eine im Namen des anderen runterzumachen, halte ich für billig. Also zu sagen, das eine ist nur PR, Waschmittelwerbung und so weiter und das andere ist nur Kungelrunde, dubiose Deals im Hinterzimmer und Ähnliches. Nein, beides gehört zusammen. Und zum Handwerk, ja zur Kunst des Politikers, gehört es, beide Seiten zu beherrschen. Da war die Nominierung von Armin Laschet gewissermaßen ein Formatfehler, an diesem Maßstab gemessen. Das war es aber nicht allein. Ich glaube, die Union hat unterschätzt, wie tief die Zäsur nach Merkel sein würde. Sie hat ja auf ihrem Gebiet nicht mal 20% bekommen, also gerade ein Fünftel der Wählerschaft. Und das zeigt auch die gesellschaftliche Verunsicherung über das, was heute eigentlich bürgerlich ist. Die Union ist mit dem, was Otto Kirchheimer schon Catch-all-Parteien nannte, Konzept lange gut gefahren. Also wir sind irgendwie alles, liberal, sozial, konservativ und so weiter. Jetzt zeigte sich, dass die Maschen,
dieses Netzes zu grob sind, um noch ausreichend Fang zu machen. Ich will das an drei Inhalten kurz verdeutlichen. Erstens, zum Sondierungspapier der Ampel sagte Armin Laschet, das hätte es mit der Union doch so auch geben können. Prompt sagte Brinkhaus danach, das ist ein strammer Linkskurs. Was vereint beide? Beide vereint, dass sie uns nicht die Maßstäbe mitteilen können, an denen sie das messen. Zweiter Punkt. Die einfache Frage von Olaf Scholz im Wahlkampf. Die lautete, wie hältst du es mit 12 Euro Mindestlohn? Wusste die Union nicht zu beantworten. Sie schwankte sozusagen zwischen einem liberalen Nein und einem sozialen Ja und wurde dann schwammig. Und einen dritten Punkt, den ich für wichtig halte, der im Wahlkampf aber keine Rolle spielte, ich sage ihn nur. In Thüringen stellte die AfD die einfache Frage, die lautete, soll Björn Höcke Ministerpräsident werden? Die Union war nicht in der Lage, darauf mit einem klaren Nein zu antworten, sondern sie hat nur gesagt, damit befassen wir uns gar nicht. Daran sieht man, und das ist die zweite Lektion, die ich sehe, die Union, vielleicht sogar das Bürgertum, weiß im Moment nicht richtig, wer oder was sie oder es eigentlich ist. Auch die Wahlsieger haben Lektionen zu lernen, naturgemäß sieht es da etwas besser aus. Robert Habeck hat gesagt, es ist sehr kühn für die Grünen, um die Führung des Landes zu konkurrieren. Das Wahlergebnis zeigt, es erwies sich als Hybris. Die Grünen wollten sich als Vollsortimenter zeigen, heraustreten aus der Nische von Dünkel und Dinkel, der gesamten Gesellschaft ein Angebot machen. Dazu hätte es nicht nur etwas mehr taktischen Geschick in der Disziplin Politikdarstellung gebraucht, sondern auch eine tragfähige Strategie, um diese epochale Aufgabe Produktivität und Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, in Angriff zu nehmen. Und an dieser Stelle jetzt lohnt dann tatsächlich die Lektüre des Buches von Annalena Baerbock. Nicht wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, sondern ist auch medienmäßig interessant. Ein Buch hat ja den Anspruch, nicht nur irgendwas zwischen zwei Deckel zu tun, sondern ein Denksystem zu vergegenständlichen. Gelingt es, aus der Ökologie heraus einen umfassenden Gestaltungsansatz zu formulieren, über unsere sozialen Beziehungen, über den Staat, über die Wirtschaft und so weiter. Und wenn man das Buch liest, merkt man, dass die Autorin an dieser Stelle versagt. Das Buch ist schlicht ein Gedankenallerlei. Und immer wenn es dann zur Konsequenz kommt, kommen eigentlich nur Appelle für die Dringlichkeit des Tuns oder energisches Wollen. Für die Grünen lautet daher die Lektion, es reicht nicht, populäre Themen zu bespielen, sondern Voraussetzung für Führung ist auch geistige Hegemonie. Wahrscheinlich hätten die Grünen besser abgeschnitten, wären sie realistisch geblieben, also auch bei einer Doppelspitze geblieben und hätten einfach gesagt, wir wollen so viele Stimmen holen wie möglich, weil die nächste Regierung eben eine Klimaregierung sein muss. Viele glauben jetzt, das sieht man an den Kommentaren, Grüne und FDP seien die eigentlichen Pole im neuen Bündnis. Ich glaube dagegen, dass der Unterschied dieser beiden zur SPD vor allem markiert ist durch die soziale Frage und dass grob gesagt FDP und Grüne neue alte Mittelschichten repräsentieren und die SPD eben nicht und da sozusagen der Graben angesiedelt ist. Im Unterschied zu den Grünen war die FDP aber realistisch. Lindner hat sich nicht zum Kanzlerkandidaten ausgerufen. Er hat immer gesagt, wir wollen ein marktwirtschaftliches Korrektiv bleiben. Und ein kleiner Gedanke, der vielleicht nicht selbstverständlich ist, Lindner hat sich im Großen und Ganzen nicht zu populistischen Aufwallungen verführen lassen. Die vierte Lektion lautet also schlicht, Realismus lohnt sich. Noch vor einiger Zeit für Außenstehende, wenn man nicht Genosse war, konnte man den Eindruck
über die SPD gewinnen, der etwa so aussah, ist ein völlig ratloser Stuhlkreis. Die Arbeiter haben Tschüss gesagt, die Intelligenzler sind sowieso alle grün. Das Wählerpotenzial zerfällt in Interessen- und Identitätsgruppen. Und jetzt gibt es einen quälend langen Prozess, wie dieser Therapiegruppe sich sozusagen zwei liebe Therapeuten sucht, die sie dann auch finden und mit sich zufrieden sind. Nebenbei unterhalten die dann noch so eine gut geölte Apparatur zum Regieren, angeführt von Scholz und Hubertus Heil. Der funktioniert, wird aber nicht geliebt. Insider dagegen haben einen ganz anderen Blick. Sie haben verstanden, was auf dem SPD-Tag 2019 los war. Die Partei hat ein neues, noch von Andrea Nahles entworfenes Sozialstaatskonzept nahezu einheitlich verabschiedet. Das war erstmals seit Hartz IV die Versöhnung der Partei mit sich selbst. Und damit wurde sie handlungsfähig nach außen. Und da reichten Scholz dann zwei kleine, klare Zusagen, 12 Euro Mindestlohn und Rentengarantie, um sozusagen von der Partei als einer der ihren angenommen und auch getragen zu werden. Für alles andere sorgte dann eine Art Stabilitätsversprechen. Die fünfte knappe Lektion lautet: Volksparteien gehören immer noch zu den bedrohten Arten, aber auf niedrigem Niveau ist ihr Comeback möglich, wenn es gelingt, die vorhandenen Basiskontakte. Bei der SPD sind das viele. Die ist nahezu 100%ig in Kommunalparlamenten vertreten und hat auch, soweit ich das sehe, die Friktionen zu den Gewerkschaften gekittet. Wenn es gelingt, diese Basiskontakte zu reaktivieren, können Volksparteien noch überleben. Jetzt kommt also eine neue Regierung, Ampel, Dreierbündnis, Merkel geht, Scholz kommt, Medien bleiben. Man kann sicher sein, bald, so in den nächsten Wochen, wird es umfassende Medienexegese zum Koalitionsvertrag geben. Wahrscheinlich nach den Kriterien, wer hat gewonnen, wer hat verloren, wer hat gepunktet, wer hat Kröten geschluckt und welche. Für mich wäre es wichtig, dass zwei Aspekte darüber nicht verloren gehen, die ich für absolut zukunftsentscheidend halte. Erstens, dass Digitalisierung nicht nur als Nachholbedarf für eine technische Infrastruktur begriffen wird, sondern dass begriffen wird, dass das, was die US-Hightech-Konzerne betreiben, um es mal in Analogie zur Klimabewegung zu formulieren, von Menschen gemachte Geschäftsmodelle sind und nicht logische technische Konsequenzen. Und dass diese Geschäftsmodelle mindestens begrenzt, wenn nicht zerschlagen werden müssen. Zweitens, wir brauchen eine Bildungsrevolution. Ich will Sie nicht mit persönlicher Empirie langweilen, aber ich sage ein Stichwort: Wenn heute, das ist meine Erfahrung, die Hälfte der Erstsemester bei den Google-Resultaten nicht zwischen einem journalistischen Beitrag und Werbung unterscheiden kann, ist das ein Warnsignal. Oder mit Margaret Mead zu sprechen: Kinder müssen lernen, wie man denkt, nicht was man denkt. Oder wie Gerd Gigerenzer immer sagt: Smarte Technik braucht smarte Menschen. Vergessen wir nicht, global betrachtet leben wir immer noch in einem sehr komfortabel ausgepolsterten Kristallpalast aus Wohlstand und Wachstum. Gemessen an anderen Weltgegenden erleben wir einen sehr sanften Regierungswechsel mit sehr viel Kontinuität drin. Warten und wägen wir also nüchtern ab. Aber ich bitte Sie auch, hören Sie nicht auf zu staunen, wenn es denn losgeht. Vielen Dank. Thank you.